Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, das bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir. Schöpfer bist größer, höher, weiter. Freund von mir.
über die Welt, der mein Leben hält. Dein Name sei erhoben. Du hast mich zuerst geliebt, deine Gnade siegt. Nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein. Thank you.
mit Frieden erfüllend, den Sieg erringen, das ist unser Gott. Allmächtig groß, in Liebe zügellos, willst du nichts zurück von mir. Heilig rein, doch um uns nahe zu sein, demütigst du dich und machst dich klein. Alles in mir beugt sich vor dir, ich halte nichts zurück von mir. Liebe, Gnade, Güte, das ist unser Gott. Heil bringet, mit Frieden erfüllet, den Sieg Schöpfer, stärker als Tod, Freude und Leben, treu zu uns stehend, geduldig vergebend, das ist unser Gott, das ist unser Gott, das ist unser Gott. Liebender Vater, gerecht im Tod bist du, du allein. Jesus, mein Retter, dein Blut deckt alle meine Schuld zu. Sanfter Geist Gottes, der meine Züge führt und mich mit seiner Gegenwart berührt. Oh, oh. Liebender Vater, Schuld zu, sanfter Geist Gottes, der meine Züge führt und mich mit seiner Gegenwart berührt. Danke. Liebe, Gnade, unser Gott, Halleluja, Heil bringend, mit Frieden erfüllend, den Sieg erringen, das ist unser Gott, sing Liebe, Liebe, Gnade, Güte, das ist unser Gott. Frieden erfüllend, den Sieg erringend, das ist unser Gott. Verzehrendes Feuer, Hirte und Retter, König und Schöpfer, stärker als Tod, Freude und Leben, treu zu uns stehen. Vergebend, das ist unser Gott.
Freude und Leben, treu zu uns stehend, geduldig vergebens, das ist unser Gott, das ist unser Gott. Ja, es gibt Menschen, die diesen Gott so in der Art als treuer, freundlichen Gott noch nie erlebt haben. Die vielleicht jetzt hier sind oder draußen zuschauen und sagen, diesen Gott kenne ich nicht. Und Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Wort sagst, wer mich einlädt in sein Leben, dann kommst du, Herr. Du möchtest gebeten werden und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du diesen Menschen, die so an dir zweifeln, die diese Lieder nicht mitsingen können, weil sie so verletzt wurden oder weil sie dich noch nie so erlebt haben oder weil sie dir die Schuld für so vieles geben, was in ihrem Leben nicht gut gelaufen ist, Herr, ich bitte dich darum, dass du ihnen in den nächsten Tagen so begegnest, wie sie es noch nie erlebt haben. Ich danke dir dafür, dass ich dich als wunderbaren, treuen Vater, Retter und Erlöser erlebt habe, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du in mein Leben gekommen bist, mein Leben komplett verändert hast, Herr. Dass du es vom Negativen ins Positive gewandelt hast. Und ich danke dir dafür, dass du es heute noch tun willst und wirst, Herr. Amen. Ja, ich hatte den Eindruck, dass ich genau das jetzt beten soll, dass Menschen da sind oder zuschauen, die wirklich da Nöte haben. Und Gott wird sich nicht lange bitten lassen. Er wird uns begegnen. Ja, noch einige Ansagen. Und zwar, heute früh sind die Royal Rangers gestartet in das Bundescamp nach Gotha. Ich glaube, es sind 16.000 Ranger, die dort sich jetzt für eine Woche getroffen haben. Und ja, lasst uns aufstehen und lasst uns für diese Veranstaltung jetzt beten. Es ist so wichtig, da was da läuft in dieser Woche in Gotha. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, was da im Vorfeld schon geleistet wurde und was in dieser Woche passieren wird, Herr. Ich bitte dich darum, dass du Bewahrung schenkst, dass den Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern überhaupt nichts passiert, dass jegliche Gefahr, jegliche Verletzung, jegliche Krankheit von ihnen ist, Herr. Jesus, ich bitte dich für offene Herzen von den Kindern und Jugendlichen und ich bitte dich für vollmächtige Mitarbeiter, Herr, dass dein Heiliger Geist durch sie hindurch wirkt, dass Bekehrungen geschehen, dass sie wunderbare Zeiten mit sich, dass sie erleben. Und meine Enkelin, die wollte mit und die hat gesagt, das ist die Chance ihres Lebens. Das hat sie gesagt mit 10 Jahren. Und ich habe gedacht, das hat sie prophetisch damals gesagt, als sie gesagt hat, sie möchte unbedingt mit. Und das ist diese Chance ihres Lebens. Das soll nicht nur meine Enkelin haben, sondern jeder, der dabei ist. Die Chance seines Lebens, um dich kennenzulernen. Den ewigen Gott, der ihr Leben so gerne leiten möchte und gestalten möchte. Amen. Dann haben wir im August ist unter der Woche kein Gottesdienst und Online-Gottesdienste sind am 7. und am 14. August nicht. Da hat unser Team einfach mal Ferien. Das haben sie sich verdient. Und jetzt sind wir auch schon bei der Predigt und der Alex hat Gitarre gespielt, der wird dann nicht predigen, dann dürft ihr dreimal raten, wer es heute ist. Es ist ein vollmächtiger Mann und Freund Gottes, Christian. Wir geben dir einen Applaus. Feuer frei für den Christian. Jesus, du bist hier mitten unter uns. Du bist unser Gott, du bist unser Herr, du bist unser Erlöser, unser Heiland. Du bist unsere Zukunft, du bist unser Heil. Und Jesus, wir wollen dich von ganzem Herzen bitten, dass du heute zu unseren Herzen redest, dass du unser Leben veränderst, dass wir dir immer ehrlicher werden. Jesus, Lobpreis und Ehre gebührt allein dir. Amen. Ja, ich habe heute mein schwarzes Buch mitgebracht. Und da sind noch viele weise Seiten drin. Da kann man noch viel reinschreiben.
Ja, das war vor einigen Monaten. Da hatten wir hier eine Gemeindeversammlung. Und im Rahmen dieser Gemeindeversammlung ging es unter anderem um diese Wand hier. Was denn mit dieser Wand hier passiert, weil dahinter ist noch viel, viel Platz. Und seit ich in diese Gemeinde gekommen bin, diese Wand gab es schon immer. Und da kam so das Gespräch drauf, wie es denn wäre, wenn wir den Platz dahinter nutzen könnten für unsere Gottesdienste, dass diese Wand wegkommen würde. Und das hat mich so ergriffen, das hat mich so gepackt, das hat so viel Freude in mir ausgelöst, weil ich gewusst habe, wenn diese Wand weg ist, ist die Gemeinde einen Schritt weiter. Und so eine Wand hier in so einem Gebäude zu beseitigen, das ist ja jetzt nicht so schwer, das ist einfach zu bewerkstelligen. Aber wenn wir so in unser Leben schauen, wenn wir in unsere Umgebung schauen, da gibt es manchmal auch Wände, da gibt es Mauern, die sehr, sehr hinderlich sind. Und gerade wir hier in Deutschland, wir haben Erfahrung mit der Mauer. Das kann man wohl sagen. Es gab hier in Deutschland eine Mauer, die ein Volk getrennt hat. Und bevor ich auf die Welt kam, wurde diese Mauer schon gebaut. Und für mich gab es auch diese Mauer schon immer. Und als junger Kerl bin ich ja immer wieder mal über die, ja, damals nannte man das innerdeutsche Grenze gefahren. Meine Mutter hat Berlin geliebt, naja, Berlin jetzt nicht so sehr, eigentlich mehr die Prediger, die dort waren und die charismatischen Kongresse und wie das alles hieß. Und einer musste immer mit und das war ihr ältester Sohn, also ich. Und ich habe dann auch so eine besondere Beziehung zu Berlin entwickelt. Ich bin in Berlin Christ geworden, ich habe mich in Berlin verlobt. Ich habe eigentlich Berlin geliebt. Und ich habe auch in Berlin zum ersten Mal zum Beispiel Rainer Bonke predigen hören. Ich weiß, die predigt noch heute. Ich habe da viel erlebt. Und immer wieder, wenn man so über diese Grenze gefahren ist, das war so ein bedrückendes Gefühl. Wenn man auf der anderen Seite war, boah, was ist hier los? Das ist so bedrückend, das ist so einengend. Aber es gab nun mal diese Grenze, es gab diese Mauer. Und für mich war diese Mauer unzerstörbar. Nichts und niemand konnte diese Mauer kaputt machen. So war es jedenfalls in meinem Kopf. Ja, und ich habe dann auch geschaut, gab es denn sowas wie diese Mauer schon einmal? Und ich habe da nichts gefunden. Und es gab in meiner Vorstellung keine Chance, dass diese Mauer jemals fällt. Und dann ist was Komisches passiert. Ich war in der Gemeinde, in unserem Gottesdienst, so wie heute. Da war so ein amerikanischer Pastor da. Und er hat halt gepredigt. Und dann sagte er, dass Gott ihm gesagt hätte, dass die Mauer fallen würde. Ich habe ihn angeschaut. Da habe ich gedacht, naja, klar, Amerikaner. Keine Ahnung von nichts. Schon gar nicht von deutschen Mauern. Ja, ein bisschen habe ich mich auch darüber aufgeregt. Also, wenn jemand wissen sollte, dass es die Mauer demnächst fällt, dann soll das doch ein Deutscher sein. Ja, also, ich habe mich mit dieser Aussage nicht so recht anfreunden können. Und wir waren damals öfters mal in Deutschland unterwegs.
und haben so christliche Konferenzen besucht. Und es kam immer wieder, irgendwelche Amerikaner waren da und haben prophezeit, dass die Mauer fällt. Ich habe gesagt, naja, wahrscheinlich haben sie sich abgesprochen, die kennen sich untereinander. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Und dann ist diese Mauer gefallen. Und ich war, ja, wie soll ich sagen, erschüttert. Ja, die haben das wirklich vorher gewusst. Und diese Mauer, die für mich so unüberwindlich, so unzerstörbar, so ewig war, innerhalb von einem Tag hatte die keine Bedeutung mehr. Da haben sie nicht erst so kleine Risse gebildet und das hat die Mauerkrone zu bröckeln angefangen. Zack! Von jetzt auf die nächste Stunde keine Bedeutung mehr, diese Mauer. Und es hat sich noch was getan. Ich bin sehr vorsichtig geworden. Und zwar mit dem Umgang, den ich für mich mit prophetischen Worten gepflegt habe. Manchmal dachte ich mir, naja, das haben die sich so ausgedacht oder sowas. Aber Gott ist ein Gott, der mir noch sehr konkret und sehr genau und sehr wahrheitsgemäß auch über unsere Zukunft zu den Menschen spricht. Gott ist der Gott, der immer noch das Zepter in der Hand hält. Und auch in unseren, ja, wie soll ich sagen, unruhigen Zeiten ist es Gott, der regiert. Gott ist größer als unsere Vorstellungen. Und er ist sehr wohl in der Lage, egal welche Mauern es sind, die kann er sehr schnell und sehr effektiv beseitigen. Und wenn man hier so auf die Lage in Europa schaut, sagt man, pff, Katastrophe. Gott hat das Zepter in der Hand und er regiert. Und er weiß sehr wohl, was passiert. Und er hört sehr wohl das Reden und das Beten seines Volkes. Ja, und dann habe ich mich natürlich auch, wie es sich gehört, ne, mit der Mauer in der Bibel beschäftigt. Da gibt es ja eine, die eigentlich genauso berühmt ist, wenn nicht noch berühmter wie die Berliner Mauer. Das war die Stadtmauer von Jericho. Und ich lese euch da mal was drüber vor. Das steht in Josua 6. Und das ist ein ja, relativ langer Text. Deswegen lese ich die Verse 1 bis 5. 12 bis 16 und 20. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hereinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal, und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaune blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Wenn ihr den Schall der Posaune hört, dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen. Ein jeder stracks vor sich hin. Und Josua machte sich früh am Morgen auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her. Und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn. Und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. Am 7. Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf
und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal in die Stadt. Und beim siebten Mal, als die Priester die Posaune bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch diese Stadt gegeben. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt. Was für eine seltsame Geschichte. Die ist so richtig Actiongeschichte. Und wenn man sich fragt, was hatte es denn mit diesem Jericho auf sich? Warum musste denn da die Mauer unbedingt fallen? Es war eine Stadt wie jede andere auch. Ja, nicht ganz. Jericho war im Weg. Gott hat seinem Volk gesagt, es geht ins gelobte Land. Und mitten auf diesem Weg lag Jericho. Die haben, wie soll ich sagen, den Fortschritt behindert. Die haben das Volk Gottes aufgehalten. Die ließen nicht zu, dass das Volk Gottes einen Schritt näher an das gelobte, an das verheißene Land herankam. Weil sie waren mittendrin in diesem Weg. Und manchmal ist es ja auch in unserem Leben so. Gott hat eine Verheißung in unser Leben hineingelegt, eine Zusage gemacht. Und wir sehen das vielleicht, sagen wir, kommen da nicht hin. Es ist irgendwas im Weg. Das kann bei Menschen sein, das kann bei Gemeinden sein, das kann bei Völkern sein. Es gibt eine Mauer und die ist manchmal so groß und so unüberwindlich erscheint sie, dass wir keine Möglichkeit sehen, dass wir jemals dahin kommen, wo Gott uns eine Zusage dafür gemacht hat, dass wir dahin kommen sollen. Und wir können aus diesem Text was lernen. Und zwar eine Möglichkeit, wie man mit seiner Mauer umgehen kann. Ja, wenn man die Fachleute der damaligen Zeit befragt hätte, also Jungs, wie schaut es denn aus? Ihr seid ja Fachleute, ihr kennt euch aus mit Mauern. Wie kriegt man so eine Mauer kaputt? Kein einziger hätte was erzählt von Posaunen, von Kriegsgeschrei, von um die Stadt herumlaufen. Ich habe gesagt, ja, gibt da verschiedene Möglichkeiten, müsste man mal berechnen und man könnte Höhlen drunter graben und dann stürzt sie vielleicht ein, wenn das Fundament dann nicht mehr sicher steht. Man könnte es mit Katapulten versuchen, mit Feuer, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Frostsprengung hat ausgeschieden in Jericho, das hätte nicht funktioniert. Und die hätten bestimmt viele tolle Ideen gehabt. Die Baumeister, die diese Mauer errichtet haben, kannten all diese Ideen. Haben Vorkehrungen getroffen, dass diese Mauer so einfach nicht zum Einstürzen zu bringen ist. Und ich kann noch eins verraten. Es war nicht die Posaunen, es war nicht das Kriegsgeschrei, es war nicht das Herumgehen der Priester, der Krieger, des Volkes, das diese Mauer zum Einsturz gebracht hat. Es war Gott. Gott höchstpersönlich hat eingegriffen. Und ich kenne das von mir. Ich hatte ja auch so eine Mauer mal in meinem Leben. Erzähle ich euch später noch davon. Und als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, habe ich da so ein Muster erkannt. Das ist jetzt kein Patentrezept, das immer und für alle Situationen funktioniert. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, jawohl, wenn ich so mache, die Schritte 1, 2, 3, 4, dann wird das Ergebnis rauskommen, X. Ganz so ist es nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Und Josua 6, Vers 2 fängt an. Aber der Herr sprach zu Josua. Und das ist
ist, wie es oft anfangen kann, dass so eine Mauer fällt. Gott spricht. Ja, es ist ganz wichtig, wenn wir so eine Mauer angehen wollen, dass wir das nicht nach unseren Vorstellungen machen. Dass wir es nicht so machen, wie es uns die Fachleute sagen, die sich damit auskennen. Sondern dass wir nach der Strategie Gottes vorgehen. Dass wir uns von Gott zeigen lassen, wie ist denn da der erste Schritt? Und das klingt immer so, wie soll ich sagen, so eindrucksvoll. Gott aber sprach. Ja, da hört man schon das Donnern. Da sieht man schon den Engel mit dem Flammenschwert. Da tut sich etwas äußerst Eindrucksvolles. Das kann aber auch ganz anders sein. Das kann manchmal ein Bibelvers sein, eine Predigt, ein Lied, ein Satz in einem Gespräch, der dir eine Strategie offenbart. Und du merkst in deinem Herzen plötzlich, das ist es. Das sollte ich jetzt tun. Und dann ist der erste Punkt schon mal erledigt. Gott hat zu dir gesprochen. Und er liebt es, zu seinen Kindern zu sprechen. Ja, Gott ist kein Gott, der sein Volk dumm sterben lässt. Und jetzt kommt dann der zweite Punkt. Wenn wir so eine Strategie gezeigt bekommen haben, dann müssen wir darauf achten, sie auch umzusetzen. Stell dir mal vor, Gott spricht zu Josua und sagt, pass auf, so um die Stadt herumgehen und 6 Tage so, am 7. Tag so und mit Posaunen und das ganze Zeugs. Und Josua sagt, boah, geile Idee. Aber Posaune, weißt du, die sind schwer zu schleifen. Lass uns mal lieber so Flöten mitnehmen, die machen auch Krach. Und das ganze Volk, lass uns die Wanderfreunde einfach nehmen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte. Wenn Gott spricht, wenn er jemand eine Strategie und einen Plan zeigt, dann gibt es für uns keine Möglichkeit, diesen Plan zu verbessern. Dann ist es nicht klug, eigene Ideen hinzuzufügen. Unser Verstand sagt uns sehr wohl, dass das sehr klug ist, weil es wäre vielleicht einfacher oder schneller zu handeln. Aber es wird nicht funktionieren. Wenn Gott eine Strategie zeigt, dann tun wir gut daran, diese umzusetzen. Oder wie der Rudi immer so schön gesagt hat, Täter des Wortes sein, nicht nur Hörer. Wenn Gott etwas zeigt, ist es gut, es zu tun. Das sind schon 2 Punkte, es sind nur noch 4, 2, also geht schnell heute. Und dann kann man lesen, Vers 4. Nee, das ist nur der Vers 4. Und doch, und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und diese Bundeslade, das war damals das Symbol der Gegenwart Gottes. Und so muss es auch bei uns sein. Wenn wir uns unserer persönlichen Mauer nähern, wenn wir mit der Strategie Gottes auf diese Mauer losgehen, dann wird es uns nicht gelingen, wenn wir nicht eine enge Gemeinschaft mit Gott, eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegen. Und das ist erstmal wichtiger wie alles andere. Die Gemeinschaft mit unserem Gott. Es hilft alles andere nichts. Und wir können auch keine Täter des Wortes sein, ohne dass wir in Gemeinschaft mit Gott sind. Und Gott wird uns Kraft geben durch seinen Heiligen Geist. Denn nur in Gemeinschaft mit Gott ist es möglich, auch in seinem Willen, in seiner Richtung, in seiner Spur, in seiner Strategie zu bleiben. Und dann,
Wenn man sich das vorher durchliest, Josua 6, die Verse 1 bis 27. Die müsst ihr jetzt nicht alle lesen. Das hat eine gewisse Zeit erfordert. Ein gewisses Durchhaltevermögen. Und als sie das erste Mal um die Mauer herumgegangen sind, hat die Mauer genauso intakt ausgeschaut, wie als sie das zehnte Mal rumgegangen sind. Es war keinerlei Veränderung zu erkennen. Die Einwohner von Jericho haben vergnügt von oben runter gegrinst, haben gesagt, Konzert heute oder was ist los? Haben alle die Posaunen dabei. Und die Mauer hat es nicht im geringsten gestört, dass Leute da herumgelaufen sind, dass sie Posaunen mitgebracht haben, dass sie Bundeslade dabei haben. Die hat sich nicht verändert. Bis zum Schluss, als sie plötzlich zusammengefallen ist. Und diese Strategien Gottes in unserem Leben, die erfordern manchmal Zeit und Geduld. In Hebräer 10, Vers 23, ich lese den euch mal vor. Das sollte da irgendwo sein. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Ja, das ist so ein kryptischer Satz, ne? Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wer ist denn sie? Genau, das ist die Verheißung. Die hat Gott verheißen. Und davor steht ganz am Anfang, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Und ich habe immer gelesen, lasst uns festhalten an der Hoffnung. Das steht aber da nicht, sondern hier steht das Bekenntnis der Hoffnung. Und wenn in der Bibel was steht über Bekenntnis, über Bekennen, dann hat es immer mit dem Mund zu tun. Von daher ist es auch wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit immer wieder aussprechen, was für eine Hoffnung wir haben. Wie wir uns die Zeit nach dem Fall der Mauer in unserem Leben vorstellen. Das ist das Bekenntnis der Hoffnung. Nicht nur einfach diese Hoffnung im Herzen bewahren, so nach dem Motto, irgendwann wird schon alles gut werden, sondern aussprechen. Und ich habe euch hier mitgeteilt, wie auch immer. Ich möchte euch heute auch erzählen von so einer Mauer, die in meinem Leben war. Und das war für mich schon eine ziemlich heftige Geschichte. Ich war ja von jeher ein sehr ängstlicher Mensch. Das sieht man mir jetzt vielleicht gar nicht so an. Aber es war so. Und irgendwann habe ich dann eine Ausbildung gemacht, habe das Arbeiten angefangen. Und da gab es eine Sache, die mir sehr, sehr schwer fiel. Am Morgen auf die Arbeit zu gehen. Ich hatte jeden Morgen Angst, auf die Arbeit zu gehen. Mir ist förmlich schlecht geworden, wenn ich daran gedacht habe, ich muss heute auf die Arbeit. Und ich hatte jetzt keine negativen Dinge auf der Arbeit. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Ich hatte super Arbeitskollegen. Der Chef war in Ordnung. Die Firma hatte nichts gegen mich. War alles bestens. Es gab keinerlei erkennbaren Grund, da nicht hingehen zu wollen. Und jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin und musste auf die Arbeit, ich wollte nicht zu unserer Haustür raus,
weil es für mich so schlimm war, auf die Arbeit zu gehen. Und da habe ich natürlich getan, was man in diesem Fall tut. Was soll denn schon passieren? Mach dir mal keine Gedanken. Habe mir gut zugeredet, bin auf die Arbeit gefahren. Aber ich habe gewusst, irgendwie ist das komisch. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je länger ich damit leben musste, desto, wie soll ich sagen, stärker wurde der Eindruck, das bringst du nie wieder los. Das ist in deinem Leben drin, du wirst damit leben müssen. Das war eine Lüge. Und das war so eine Mauer für mich. Ich sagte, ich kann das nicht handeln. Ich kann nicht damit umgehen. Und da habe ich auch mal, bei mir war es eine Predigt, habe ich auch eine Predigt gehört. Und da wurde so ein Problem angesprochen. Wenn du irgendeine Sache in deinem Leben hast, die du nicht unter die Füße kriegst, dann such dir einen Bibelvers dafür und sprich den jeden Morgen aus. Das war ein Satz. Und das war für mich die Strategie Gottes. Ganz ehrlich, was hat ein Bibelvers mit meinen Ängsten zu tun? Fragst du einen Psychologen, sagt er, ja, gibt es zusammen, schwierig, müsste man genau erforschen, dauert ein wenig, kriegen wir schon dahin. Ganz ehrlich, Gott kriegt das viel besser hin. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine Bibel gewälzt. Dann gesagt, oh, was für Vers könnte denn da passen? Wenn du früh auf die Arbeit gehst, hast du keine Angst mehr. Hm? Ich habe da lang geblättert, es hat sich mit der Arbeit nichts gefunden. Aber es hat sich was anderes gefunden. Im Psalm 27, Vers 1. Und da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das war ein guter Vers. Das hat diese Angst aber überhaupt nicht gestört. Und ich bin früh aufgestanden, bin ins Bad gegangen, vom Spiegel Zähneputzen angefangen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Da bin ich rausgegangen. Ich wollte nicht auf die Arbeit. Ich hatte so eine Angst davor. Und dann habe ich einfach damit weitergemacht. Dieses Festhalten. Und das hat sich in der ersten Woche exakt null getan. In der zweiten Woche hat sich null getan. In der dritten Woche, ihr könnt es euch denken, nichts, nada, niente. In der vierten Woche genauso wenig. Und es ging ein paar Wochen so. Und ich immer früh im Bad, der Herr ist meines Lebens. Ach, ja, ich habe mich dazu entschieden, ich mache das jetzt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und eines Tages ging ich zur Haustür raus. Es war nichts. Diese Angst war weg. Verschwunden. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich habe sie nicht vermisst. Ich habe mir keine Gedanken, oh, was ist mit mir los? Wo ist die Angst hingekommen? Sie war einfach weg. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, als ich vor dem Spiegel stand. Warum mache ich das überhaupt? Die Angst ist weg. Dann habe ich damit aufgehört.
Ziel erreicht. Dann kam diese Angst wieder. Dann ich sage, jetzt weiß ich, wie ich dich kriege. Ich habe die Strategie. Dann habe ich wieder damit angefangen. Das ging noch ein paar Mal so. Und sie war weg. Und sie kam nicht mehr wieder. Das ist jetzt nichts Großartiges. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, die ganze Erde hat sich verändert. Aber für mich hat es sich viel verändert. Weil ich konnte auf die Arbeit gehen, ich habe Spaß an meiner Arbeit. Ja, und Gott hat mir gezeigt, wie ich dieses Ding unter die Füße kriegen konnte. Und vielleicht hat der ein oder andere auch so etwas in seinem Leben, was ihn quält, was ihn lange quält und was er nicht unter eure Füße bekommt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Sucht euch ein Wort. Sucht euch eine Bibelstelle, die auf eure Situation passt und sprecht die aus. Vielleicht ist das die Strategie Gottes, um diesem Problem zu begegnen. Und dabei ist es völlig egal, ob es so ein innerliches Problem ist, wie bei mir es war, ob es ein finanzielles Problem ist, ob es ein Beziehungsproblem ist, ob es ein Problem mit der Arbeit ist. Gott kennt die Lösung. Es kann natürlich auch ganz anders gehen. Du sagst zu deinem Gott, es bedrückt mich, ich hätte das gern aus meinem Leben draußen. Und es macht zack und weg ist es. Kommt nie wieder, habe ich auch erlebt. Ist schöner, ist einfacher, geht schneller. Aber unser Weg ist nicht immer der kürzeste, aber es ist immer der beste Weg. Und es gibt ja eine Mauer im Leben vieler Menschen, die ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und zwar ist es die Mauer der Sünde, der Trennung von Mensch und Gott. Und dafür hat Gott auch eine Strategie geschaffen. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt, damit er diese Mauer beseitigt, damit er alle Sünden, alle Verfehlungen, alles das, was uns von Gott trennt, dass er das auf sich nimmt. Und diese Strategie, um dahin zu kommen, um diese Trennung von Gott zu beseitigen, dass diese Mauer zwischen Gott und dem Menschen fällt, das ist eine ganz einfache. Und einer meiner Lieblingsverse, Römer 10, Vers 10, da steht es so schön geschrieben. Da fangen wir in Vers 9 an. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und dieses gerettet werden, das ist das Fallen der Mauer der Sünde zwischen Gott und dem Menschen. Und die Strategie, das ist eine kurze und eine schnelle. Vom Herzen glauben, mit dem Munde bekennen. Fertig. So fällt diese Mauer, so fängt eine Beziehung zu Gott an. Das ist nicht kompliziert, das ist nicht langwierig, das ist. Und was das Schöne dran ist, es funktioniert immer. Die Bibel sagt uns, es ist aber das Evangelium, eine Kraft Gottes, zu retten jeden, der verloren ist. Und vielleicht ist der ein oder andere hier oder vor dem Bildschirm oder sonst wo und sagt, ich kenne diese Mauer. Ich kenne das, was zwischen mir und Gott steht. Und ich möchte, dass es verschwindet. Ich möchte, dass es weggeht. Dann ist heute dein Tag. Dann ist heute der Tag, wo das Evangelium seine Kraft entfaltet und rettet. Und der Weg dahin ist einfach. Mit dem Herzen glauben, mit dem Munde bekennen.
Und manchmal sind wir ja ungeübt und sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Du merkst es jetzt in deinem Herzen, wenn heute dein Tag ist. Ja, und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr aufsteht. Und dass wir einfach zusammen beten. Ich bete euch einen Satz vor, ihr betet den einfach nach, wenn ihr das wollt. Ne? Das muss sich keiner hier gezwungen fühlen. Und auch ihr daheim, seid mit dabei. Betet diesen Satz einfach nach. Herr Jesus Christus, du hast zu meinem Herzen gesprochen. Ich bitte dich, Herr Jesus, vergib mir meine Sünde und Schuld. Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Hilf mir, die Dinge zu lassen, die du nicht magst, und die Dinge zu tun, die du liebst. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du die Mauer der Sünde beseitigt hast. Danke, Jesus, dass du mein ganzes Leben mich begleiten wirst. Amen. Das war's schon. Amen. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube, den Vater und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden.
Fast am Ende, aber noch nicht ganz. Wir haben nämlich noch einen Höhepunkt heute. Wir haben nämlich heute eine Aufnahme in unserer Gemeinde. Wir wollen ein neues Mitglied aufnehmen in unserer Gemeinde. Und dazu möchte ich die Helena nach vorne bitten. Helena, schaut sie euch an, ich habe nachgeschaut. Die Wortbedeutung, jeder, ich habe die Helena das erste Mal gesehen, habe gesagt, ach die Schöne, weil es weiß ja irgendwie jeder aus den griechischen Sagen, die schöne Helena. Ich habe da nachgeschaut und es heißt tatsächlich, Achtung, die Sonnenhafte, die Strahlende, die Schöne. Helena. Helena, sag uns doch mal ein paar Worte zu deiner Person und dann, ja, erstmal das. Ganz spontan, hallo erstmal. Genau, ich bin Helena, bin 31 Jahre alt, wohne in Breitengüßbach seit dem Frühling und bin so ungefähr seit knapp 3 Jahren jetzt hier in Franken gelandet. Bin Förderschullehrerin und ja, was muss noch? Ja, was uns natürlich als Gemeinde interessiert, wie bist du denn zum Glauben gekommen und erzähl doch da mal ein bisschen was drüber. Genau, meine Eltern sind gläubig und lieben Jesus und die haben da schon ganz früh von Anfang an sehr viele Samen in mein Leben gesät. Da bin ich sehr dankbar für. Und doch kam es so in meiner Teenie-Jugendzeit, ja, kam ich so an den Punkt, wo ich dachte, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott antwortet nicht und irgendwann war ich sehr frustriert und hatte so das Gefühl, okay, es gibt dich wohl Gott, aber scheinbar willst du jetzt mit mir nicht so viel zu tun haben, dann lassen wir das mal. Und dann, also mein Papa ist Pastor, muss man dazu sagen. Das heißt, ich war sehr eng in Gemeindestrukturen drin und habe dann immer so schön, war so die brave Pastorentochter und habe getan, was so von mir erwartet wurde.
Und dann war so nach dem Abi meine Flucht daraus, aus diesem, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, Gott antwortet mir da nicht so, wie ich das gerade gerne mir wünsche. Und dann war ich in den USA und habe das erstmal genossen, dass ich hier jetzt nicht vor dem Essen beten muss und tun kann, was ich will, so, und auch diesen Schein nicht mehr wahren musste. Und dann war es irgendwie sehr wunderbar, wie Gott mein Herz erobert hat, auf so ganz unabhängig von Gemeinde, von Menschen, so ganz wirklich sehr persönlich. Ich war zwischendurch sehr einsam da am Anfang, und dann habe ich mich echt aus lauter Verzweiflung da manchmal auf dem Friedhof ist man da immer spazieren gegangen und habe mich da hingehockt und meine Bibel gelesen, weil ich sonst irgendwie nicht so viele Bücher dabei hatte. Und hatte diese Sehnsucht in meinem Herzen, und Gott ist mir da sehr wunderbar drin begegnet und hat mir zum Beispiel auch gezeigt, so, hey, das, was uns voneinander trennt, das ist diese Mauer von Sündendingen. Und dann war das irgendwann mal so ein ganz einsamer Abend zwischen Gott und mir, und ich saß auf einem leeren Parkplatz und fing an, Gott meine Sünden aufzuzählen. Und das war so dieser Vers aus Epheser 2, was heißt, aus Gnade seid ihr errettet und nicht durch eure Werke. Und ich habe gemerkt, ich muss hier nicht die brave Pastorentochter spielen, ich muss nicht den und den Dienst in der Gemeinde tun, um Gott zu begegnen, sondern so ist es seine Gnade, es ist ein Geschenk, das ich annehmen darf. Und seitdem merke ich, er bringt da dieses Strahlen in mir hervor, den mit dem Namen, Und hast du dich dann irgendwo taufen lassen, oder wie ging das dann weiter? Das würden wir auch noch gerne hören. Ich habe mich dann auch am Ende dieses Jahres in den USA dort taufen lassen in der Gemeinde. Also ich habe dann ganz schnell auch eine Gemeinde gefunden, hat Gott auch irgendwie sehr cool geführt, und habe da dann das nochmal festgemacht, Also dein Zeugnis begeistert, glaube ich, uns alle. Ja, heraus aus dieser Religiosität, für Gott was tun, was leisten, die brave Pastorentochter, wie du gesagt hast, und dann wirklich in diese Freiheit. Ja, was anderes machen wir, als sie aufzunehmen mit ganzem Herzen? Lasst uns aufstehen und sie einsegnen. Genau, lasst uns als Zeichen des Segens die Hände ausstrecken Richtung Helena. Herr Jesus, wir danken dir für dieses tolle Zeugnis, Herr. Wir danken dir, wie du Helena begegnet bist, Herr, und dass sie es auf ganz persönliche Art und Weise sagen kann: Mein Gott hat mir geantwortet, mein Gott ist mir begegnet, Herr Jesus. Wir danken dir für ihren Lebensweg, wir danken dir für ihr Lebenszeugnis und auch, dass du sie hier in unsere Mitte geführt hast. Wir nehmen sie gerne auf, Herr Jesus, und danken dir, Herr, dass du sie zu uns geführt hast, Herr, dass du sie uns geschenkt hast, Herr, alles, was du in sie hineingelegt hast, auch dieses Strahlen, was du in ihr Herz und auf ihren Mund, auf ihre Lippen gelegt hast, dafür danken wir dir und wollen dich wirklich bitten, Herr, dass sie hier auftanken kann, Herr, dass sie hier tiefe und starke weitere Begegnungen hat mit dir, dem lebendigen Gott, Herr. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Helena als dein Schmuckstück, als dein Juwel siehst, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du etwas Wunderbares noch mit ihr vorhast. Ich danke dir für ihre Vergangenheit. Ich danke dir dafür, dass du ihr so begegnet bist. Und wir wollen sie segnen. Wir wollen sie segnen auf ihrem Weg, den sie hier in dieser Gemeinde geht. Ich danke dir dafür, für die Talente, die du ihr gegeben hast, für ihr Zeugnis, ihr persönliches Zeugnis, dem sie anderen dienen. Mit diesem Zeugnis kann sie anderen dienen. Und ich danke dir dafür, dass du in ihr Begabungen hervorbringen wirst, die sie jetzt vielleicht noch gar nicht weiß. Ich danke dir dafür, für ihr Leben, und wir wollen sie mit offenen Armen in unserer Gemeinde empfangen, und wir wollen sie segnen, und ich danke dir, Jesus, dass sie da ist, und wir wollen sie als Gemeinde unterstützen, wo wir nur können, wollen für sie beten und wollen immer wieder ihr eine Hilfe sein, wenn sie Hilfe braucht. In Jesu Namen. Amen. Ja, wie schön ist es. Ganz kurz noch zum Schluss. Die Kollekte am Ausgang. Vielen herzlichen Dank für eure Gaben, für eure Spende. Die Gemeindebücherei ist noch offen.
Es gibt heute wieder Kaffee draußen nach dem Gottesdienst. Vielen Dank wieder an die Kuchenbäcker und an die Kaffeeköchinnen, die im Hintergrund arbeiten. Vielen Dank für euch. Segnungsteam steht am Kreuz bereit. Und ich wünsche euch allen noch eine gesegnete und gute Woche in euren Hauskreisen und in euren Kleingruppen. Auf Wiedersehen.